Ein aufregender Tag für Esther Pavlovic. Sie hat gleich ein Bewerbungsgespräch bei dem Kommunikationsdienstleister BOW in Pécs, Ungarn. Esther weiß, worauf es gleich ankommt. Kundenorientierung, rhetorisches Geschick und ganz wichtig, fließendes, perfektes Deutsch. Denn in Pécs befinden sich einige Callcenter von BUW, einem der größten inhabergeführten Kundenmanagement-Dienstleister in Deutschland. Das bedeutet telefonische Betreuung deutscher Kunden, selbstverständlich auf Deutsch. Ich bin ein bisschen aufgeregt. An der Uni hört man oft über B&W. Mit dem Studium bin ich noch nicht ganz fertig und das möchte ich durch die Arbeit finanzieren. BUW ist in 8 Standorten in Deutschland vertreten und hat Niederlassungen in Pécs, Ungarn und Timișoara sowie Cluj, Rumänien. Rund 500 Menschen arbeiten allein in den osteuropäischen Ländern. Zu den Kunden zählen führende Großkonzerne unterschiedlicher Branchen. Um die Beratungsqualität durchweg auf höchstem Niveau zu halten, werden die Bewerber genau geprüft. Die erste Hürde, ein telefonischer Check der sprachlichen Kompetenz. Akzent, Grammatik, Verständnis, Wortschatz und Satzbau. Basiskenntnisse der deutschen Sprache reichen bereits hier nicht mehr aus. Das Bewerbungsgespräch am Telefon ist ganz gut gelaufen. Es wurden mir persönliche Fragen gestellt, beziehungsweise wie man mit den Kunden umgehen kann. Ansonsten glaube ich, dass mit den Deutschkenntnissen keine Probleme gab. Keine Probleme, weil Deutsch wie eine zweite Muttersprache für Esther ist. In Pécs keine Besonderheit. Denn die deutsche Bevölkerung bildet die größte nationale Minderheit in Ungarn. Das ist historisch begründet. Denn der Süden des Landes wurde im 18. Jahrhundert maßgeblich von Siedlern aus Süddeutschland, Hessen und der Pfalz bevölkert. Sie und ihre Nachfahren haben das Stadtbild und das kulturelle Leben in Südungarn stark geprägt. In Pécs gibt es deutsche Schulen, deutsche Kindergärten, deutsche Universitäten. Eine weitere osteuropäische Stadt, die sehr stark von Deutschen besiedelt wurde, ist Timișoara in Rumänien. Auch hier deutsche Kindergärten, Schulen und Universitäten. Das sprachliche Erbe der deutschen Vorfahren wird unter anderem bei BUW gepflegt. Hier ist es überlebenswichtig, um die Kunden gut und professionell zu bedienen. Viele der Mitarbeiter in Ungarn und Rumänien sind durch die regionale deutsche Kultur beeinflusst oder stammen direkt von Deutschen ab. Circa ein Viertel hat die Sprache in der Familie gelernt, mehr als die Hälfte an der Universität oder auf der Schule und 10% sind Muttersprachler. Guten Tag. Kundenbetreuung. Mein Name ist Miriam Lehmann. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Bei BUW ist von der Geschäftsleitung keine andere Sprache erwünscht. Auch nicht in den Pausen. Es wird deutsche Zeitung gelesen, die Gespräche im Flur finden auf Deutsch statt, Neuigkeiten werden auf Deutsch angekündigt. Es ist soweit. Esthers Bewerbungsgespräch findet gemeinsam mit einer anderen Bewerberin aus Pécs statt. Bei der Vorstellung lässt sich Esther ihre Nervosität nicht anmerken. Ich bin die Esther Pavlovic, ich bin 23 Jahre alt und ich studiere noch hier an der Uni in Pécs. Ich studiere Germanistik. Vor kurzem habe ich ein Jahr in Deutschland, in Ludwigsburg verbracht, als Austauschstudentin. So, jetzt kommen wir zum Sprachtest. Ich teile euch Blätter aus. Es geht hier um Präpositionen und Konjunktive. In einer Minute rufe ich dich an. Im Anschluss an den Sprachtest gibt es ein Situationsspiel. Esther schlüpft in die Rolle einer Verkäuferin. Sie soll telefonisch einen Kunden hinsichtlich der Lieferung einer Kaffeemaschine beraten. Zuerst Ihr Bestelldatum, also wann Sie das bestellt haben, beziehungsweise Ihre Bestellnummer. Ich finde die Bewerbung da sehr gut. Ich denke mir, Sie werden beide eine Chance bei uns bekommen. Einige Wochen später. Das Daumendrücken hat sich gelohnt. Esther hat ihren ersten Arbeitstag bei BUW. Alles klar, nicht zu danken. Es freut mich, dass wir es klären konnten. Ich bedanke mich für Ihren Anruf und einen schönen Tag wünsche ich Ihnen weiterhin.